Wir haben in den letzten Kapiteln ausführlich besprochen, welchen Rechtscharakter Mietverträge haben, wo diese geregelt sind und welche Grenzen der vertraglichen Gestaltungsfreiheit es gibt. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, kann ich sie dir nur wirklich ans Herz legen. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Falls du allerdings nicht so sehr an den rechtlichen Details interessiert bist und nur vorbeigeschaut hast, um die wichtigsten Inhalte des Vertrages kennenzulernen, bitte sehr, du bist herzlich willkommen. Grundsätzlich ist der Aufbau eines jeden Mietvertrages gleich, ja bis ähnlich. Im ersten, dem allgemeinen Teil, wird Folgendes festgelegt. Die Vertragsparteien, das Mietobjekt, der Mietzweck, der Mietbeginn bzw. die Dauer und der Mietzins. Vertragsparteien, das erklärt sich von allein. Achte allerdings bei Abschluss darauf, dass du deinen Mieter Peter Müller noch etwas spezifischer benennst, so zum Beispiel durch Geburtsdatum oder Nummer des Personalausweises. Mietobjekt, ebenfalls klar. Zu beachten sind hier lediglich die Anzahl der Zimmer, Kellerabteile, Parkplätze, ja und so weiter. Mein Tipp, solltest du zum Beispiel den Parkplatz nicht mitsamt der Wohnung vermieten, würde ich das an dieser Stelle explizit vermerken. Mietzweck. Vermietest du ein Apartment zum Wohnen oder gewerbliche Ladenflächen? Mietbeginn und Mietdauer. Hier wird es etwas spannender, denn an dieser Stelle müssen wir einige Besonderheiten beachten. Vorweg, ein zeitlich unbegrenzter Mietvertrag ist meistens unkompliziert. Schwieriger wird es aber bei Befristung. Der Schelm, welcher hier schon so manchem Vermieter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist der § 575 BGB. In diesem ist der Zeitmietvertrag nämlich gesetzlich geregelt. Blenden wir den Text hier mal ein, aber ich fasse dir die Quintessenz zusammen. Der Vermieter darf einen Mietvertrag über Wohnraum zwar befristen, also zum Beispiel schon bei Vertragsabschluss die Mietdauer auf 3 Jahre festlegen. Allerdings müssen dafür seitens des Vermieters qualifizierte Gründe vorliegen, die in Absatz 1 des Paragraphen geschrieben stehen. Erlaubt ist Eigenbedarf, Renovierung nach Mietende und die Vermietung an einen Angestellten, also so zum Beispiel eine Hausmeisterin, was nach Ablauf des Zeitmietvertrags erfolgen soll. Nun aber der Fallstrick. Gültig ist das alles nur, wenn der Vermieter den Grund bei Vertragsabschluss dem Mieter schriftlich mitteilt, ansonsten gilt der Vertrag automatisch als unbefristet. Vor Ende des von beiden unterschriebenen Mietverhältnisses hat die Mieterin ein Auskunftsrecht gegen den Vermieter, 575 Absatz 2. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Gründe, welche der Vertragsabschluss die Befristung verantworteten, sich geändert haben, darf die Mieterin eine Verlängerung des Mietverhältnisses bis zum tatsächlichen Eintritt der Gründe verlangen. § 575 Absatz 3. Außerdem ungleich, zusätzlich zu den Vorteilen bei Mietdauer und Gründen der Befristung, hat die Mieterin im Gegensatz zum Vermieter ein Recht zur außerordentlichen Kündigung auch vor Ablauf der Zeit. Noch ein bisschen Trivia, momentan schließen mehr und mehr Vermieter befristete Mietverträge ab. Warum ist das so? Nun, aufgrund der Knappheit an Wohnraum, welche sich aufgrund der globalen Krisen in den nächsten Jahren ja nur wenig entspannen dürfte, gibt es seitens des Gesetzgebers Überlegungen, die Fristen für eine Eigenbedarfskündigung auf mehrere Jahre zu erhöhen. Der schlaue Vermieter kann dir mit einer Befristung von Beginn an zuvorkommen. Ein wunderschönes Beispiel übrigens, warum solche direkten Markteingriffe zum Gegenteil des gewünschten Effekts führen. Fängt der Gesetzgeber an, die Symptome anstatt die Ursachen zu behandeln, führt dies oft zu einem Verlust, ja für alle Beteiligten. Kommen wir nun aber zum Mietzins, auch ein spannendes Thema und ebenfalls wegen der angespannten Lage hochbrisant. Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vertragsfreiheit, die Parteien dürfen sich auf einen Mietzins einigen, ohne dass der Gesetzgeber reinfuchtelt. Allerdings steht im Wirtschaftsstrafgesetz eine Regelung, welche ein überhöhtes Ausnutzen der Mieterin verhindern soll. Paragraph 5. Hier spricht der Gesetzgeber von einer Ordnungswidrigkeit, wenn der Vermieter die ortsübliche Miete um mindestens 20% überschreitet und dabei ein geringes Angebot an vergleichbarem Wohnraum ausnutzt. Wichtig ist das und. Nur wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, greift diese Vorschrift. Des Weiteren könnten hier noch auf die Regelungen § 291 Strafgesetzbuch oder § 138 BGB geguckt werden. Viel lieber will ich die wenige Zeit aber ausnutzen, um ein paar Worte zur Mietpreisbremse zu sagen. Als Mietpreisbremse sind rechtliche Instrumente von Ländern, Städten und Kommunen bezeichnet, welche zum Ziel haben, die Mieten in Ballungsräumen bezahlbar zu halten. Dies soll dadurch geschehen, dass die Miete bei Neuvermietung nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Miete liegen darf. Die Mietspiegel, anhand derer die ortsübliche Miete ermittelt wird, werden alljährlich vom Bund herausgegeben. Allerdings gibt es Ausnahmen. Neubauten. Ebenso darf der Vermieter mehr als ortsüblich verlangen, wenn die Wohnung bereits vorher teurer vermietet war. Das kann bei einem Mieterwechsel nach der Erstvermietung eines Neubaus der Fall sein. Große Modernisierungen können die Mietpreisbremse ebenfalls ausbremsen. Dafür muss die Modernisierung allerdings wirklich sehr groß sein.
Zu guter Letzt sind möblierte Wohnungen ebenfalls außen vor und dürfen zum Mond, ja sogar zu Jupiter-Preisen vermietet werden. Ist das etwa ein Schlupfloch, das der Gesetzgeber immer noch nicht schließen konnte? Gut, so viel einmal zur Vereinbarung des Mietpreises, ohne allzu tief in die Details einzusteigen. Wir haben bisher, wenn wir von Miete gesprochen haben, stets die Kaltmiete gemeint. Das hat auch seine Richtigkeit. Schließlich ist das ja das verbrauchsabhängige Miete, welche dem Vermieter zusteht. Die sogenannte Warmmiete hingegen setzt sich aus der Kaltmiete sowie Betriebskosten, ja wie der Heiz- und Wasserkosten zusammen. Natürlich und wenig überraschend muss die Zahlung der Neben- und der Betriebskosten vertraglich festgehalten werden. Dabei gibt es absehbare Betriebskosten, welche der Vermieter auf seine Mieterin umlegen kann, zum Beispiel die Grundsteuer oder die Müllbeseitigung. Wie aber regeln die Parteien die Kosten, welche erst im Nachhinein bekannt werden, also verbrauchsabhängig sind? Durch eine Pauschale, welche auf den Mietpreis aufgeschlagen wird. Wie sich diese bestimmt? Bei Erstvermietung durch Schätzung, bei langfristiger Vermietung durch Erfahrung. Ein Wert für eine Drei-Zimmer-Wohnung könnten zum Beispiel 300 bis 400 Euro sein, wohlgemerkt aufgrund der hohen Energiepreise, welche im Moment halt vorherrschen. Der Vermieter erhält diesen Betrag mitsamt dem Mietzins monatlich überwiesen. Am Ende eines jeden Abrechnungszeitraums, also nach 12 Monaten, bekommt der Eigentümer der Wohnung von den Stadtwerken eine Rechnung über die Verbräuche des vorhergegangenen Jahres, welche er aus den zurückgelegten Pauschalen begleichen muss. Ist die Rechnung niedriger als die Summe der von der Mieterin monatlich überwiesenen Beträge, hat sie Anspruch auf die Rückerstattung der Überschüsse. Umgekehrt hat der Mieter Anspruch auf Nachzahlung. Falls dir diese Infos zu flach sind, wir haben dazu bereits in den letzten Jahren ein Video gemacht und ausführlich die wichtigsten Regelungen erklärt. Lass uns noch einmal kurz Bilanz ziehen, wo wir stehen. Wir haben festgestellt, dass im allgemeinen Teil des Mietvertrages sozusagen die Basics, die harten Fakten geklärt werden. Darauf folgt zumeist der Teil mit dem allgemeinen Vertragsbestimmung. Hier finden sich die Rechte und Pflichten der Parteien und besondere Bestimmungen. Rechte und Pflichten sind ganz grundlegend die Zurverfügungstellung des Wohnraums und die Zahlung der Miete. Ein gutes Beispiel für Sonderregelungen ist hier die Festlegung der Möglichkeiten, die Miete zu erhöhen. Denkbar und seit einigen Jahren wegen der Fairness in Mode ist die Indexmiete. Außerdem können hier noch Bestimmungen festgehalten werden, welche die Wohnung oder Sonstiges betreffen, solange sie die Mieterin nicht einseitig benachteiligen. Siehe hier § 307 BGB. Zum Beispiel könnte hier eine besondere Sorgfaltspflicht über die Pflege des Kirschholzparketts aufgeführt werden. Auf den Teil mit den Vertragsbestimmungen folgt zumeist die Hausordnung. Diese wird von der Eigentümergemeinschaft festgelegt, die einzelnen Eigentümer der Wohnung verpflichten sich zu der Einhaltung. Diese Pflicht geht auf die Mieterin über und wird Bestandteil des Vertrages. Zu guter Letzt fehlt noch das Übergabeprotokoll als Teil des Mietvertrags. Dieses könnte wichtiger nicht sein, denn hier wird der Status quo der Wohnung bei Übergabe festgehalten. Das bedeutet nichts anderes, als dass Macken in Türen, Kratzer an Fenstern oder Schäden im Bad niedergeschrieben werden. Zweck des Ganzen ist selbstverständlich die Sicherheit für beide Seiten, da so eine jede Partei weiß, welche Beschädigungen von wem zu verantworten sind. Das Protokoll muss exakt datiert und mit Uhrzeit übergeben werden, da dieses Dokument den Gefahrübergang von Vermieter auf Mieterin definiert. Außerdem werden die Zählerstände aufgeschrieben. War es das? Ja, im Groben auf jeden Fall. Für jeden einzelnen der Punkte könnten wir noch tiefer und tiefer einsteigen, aber für einen Überblick reicht es erstmal. Mein Tipp als Architekt: Egal was du regelst, halte es schriftlich mit deiner Mieterin oder deinem Mieter fest und lasse beide unterschreiben. Das Mietrecht ist sehr mieterfreundlich in Deutschland, weshalb es keine Schande ist, einen vermieterfreundlichen Vertrag abzuschließen. Sollte es jemals vor Gericht gehen, hast du so große Chancen, deine Interessen durchzusetzen. Mit diesem Tipp entlasse ich dich nun in den wohlverdienten Feierabend oder was auch immer du gerade machen möchtest. Ich hoffe wie immer, dass dir das Video gefallen hat und du etwas lernen konntest. Wenn dem so ist, freue ich mich über ein Like. Wenn nicht, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. So oder so, abonniere unseren Kanal, das kann uns beiden nicht schaden.